Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Trust and Betrayal. Wir sind heute wieder alleine da. Wie man sieht, auch ganz alleine am Server. Es ist ja auch schon ziemlich spät. Hier haben wir das letztens noch leer gemacht. Moment, man nimmt sich das, glaube ich, so. Genau. Dann setzen wir die hier. Entleeren die hier auch und nehmen sie wieder auf. Okay, gut. Wir werden heute versuchen, unseren Keller erstmal auszubauen und ausnahmsweise mal produktiv zu sein. In den letzten paar Folgen war es ja eher so, dass wir eher auf gut Glück und gute Laune gespielt haben. Jetzt geht es aber um die Produktivität, die ich erreichen möchte in diesem Projekt. Ja, welche Produktivität? Die des Levels. Ich meine, ich habe 39 Level, hier unter uns ist ein Spawner. Wir haben aber noch irgendwas anderes. Warte, ich habe da noch was gefunden. Ich habe da letztens doch noch was abgebaut irgendwo. Bücherregale suche ich nämlich gerade. 9 Bücher, wow, vieles nicht. Okay, also wir werden uns jetzt auf jeden Fall dann dran machen, hier so einen Keller fertig zu machen. Aber wir beeilen uns mal zuerst und schauen uns das Dorf nochmal an. Das Villager-Dorf. Und dann sehen wir eh, ob es da noch was gibt, was wir brauchen. Und ich habe vergessen, die Musik anzumachen, Leute. Moment. Das lässt sich ja schnell ändern. Das wird jetzt kurz wieder etwas lauter wahrscheinlich. Zack. Jo. Doch. Bitteschön. Sollte passen. So von der Lautstärke her. Und wir können auch hier wieder Bambus mitnehmen. Das ist auch nicht so schlimm. So. Ich weiß zwar nicht, wozu man Bambus verwenden soll, das kann man ja dann gleich nachschauen. Aber am besten immer mehr als zu wenig einsammeln, deswegen nehme ich mir auch gleich ein paar Bäume davon mit. Und wir fliegen immer noch als Fledermaus herum. Wir werden aber demnächst mal wieder, damit wir ja nicht verlernen, normal zu spielen hier, als normaler Mensch herumlaufen. Damit wir auch das, ja, normale Minecraft-Erlebnis mal wieder dabei haben. Oh, ich verwandle mich in die. Okay. Das ist ja schön. Die ist schneller, oder? Als wenn ich normal laufen würde. Eine Dschungelspinne. Okay. Gut, hatte ich die noch nie gekillt. Sehr schön. Gut, das heißt jetzt schnell wieder hier in diese Richtung. Da haben wir unsere Wegpunkte gesetzt und da können wir auch dann gleich zu dem Villager-Dorf gehen. Und hier haben wir solche Strommänner gefunden. In den letzten paar Folgen zumindest. Die nehme ich aber jetzt mit, weil das ergibt Brot, ne? Also recht viel sogar. Und deswegen alles mitnehmen. Bis jetzt habe ich ja immer nur den untersten Block abgebaut, um den Spawner mit abzubauen. Jetzt aber auch hier die ganze, ich nenne es einfach mal Statue. Es ist zwar keine Statue, keine wirkliche, aber das Gebilde, genau, das Gebilde, ja, das ist schön. Schöner Name für sowas. Okay, das ist ein ganzes Biom mit Bambusbäumen. Dann hier so größere Bäume. Wir müssen uns auch irgendwann mal eine Lumberjack-Axe machen. Die war richtig, richtig krass, die wir hatten. Ich glaube, von Maru war das nochmal, genau. Also danke nochmal an der Stelle, Maru, wenn du das siehst. War auf jeden Fall super. Jetzt haben wir nämlich nicht mehr so wenig. Nenn es mal nicht mehr so wenig oder nicht mehr so starken Mangel. Ja, das geht auch. So, ich kämpfe aber jetzt nicht mit dem Rapier, sondern den Rapier sollte ich mir aufheben für PvP. Und der ist jetzt schon ein bisschen aufgebraucht. Und daher lieber das Schwert benutzen als den Rapier hier gegen die normalen Mobs. Wo ist denn das Villager-Dorf jetzt hin? Beziehungsweise wie weit war denn das weg? Das habe ich bei der letzten Aufnahme gar nicht bemerkt, dass das so weit weg war. Oh, whoop. Da oben habe ich was gefunden, eine Insel. Da könnte ich mich eigentlich auch drauf bauen, ne? So ein kleines Häuschen machen. Und einfach überall so rote Wolle dran backen. Das müsste auch funktionieren.
So, da haben wir das Villager-Dorf. Wir gehen runter und schauen uns das mal an. Ich habe mich beim letzten Mal auch sehr, sehr stark erschrocken. Als dann auf einmal ein Villager da war. Es sah wirklich nicht wie ein Villager aus, auf dem ersten Blick. Und dann war er wieder weg. Und wir waren genau auf dem Friedhof, weiß ich ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht, ob es da irgendwie einen extra Mod hinzugefügt haben. Der Geister hinzufügt, ich weiß es nicht. Und daher auch noch eine Frage an euch. Und zwar könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, das wäre richtig, richtig super nice. Auf welchem Mod ich mich hier spezialisieren soll, um möglichst schnell und effizient PvP-Pro zu werden. Also einfach sehr gut für PvP ausgerüstet zu sein. Ja Leute, Minecraft hat sich geschlossen. Ich weiß, ich nehme trotzdem weiterhin auf, weil Minecraft öffnet sich ja jetzt gleich hier wieder. Hoffe ich zumindest. Mein Grafikkartentreiber hat sich gerade irgendwie verabschiedet. Aber das ist ja kein Problem, Leute. Gar kein Problem. Wenn sich Minecraft nochmal starten würde. Wartest du dich auch mal wieder? Also es ist offen, aber ich habe keine Rückmeldung. Ach ja, jetzt. Multiplayer. Trust and Betrayal. So, wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, sehr schön, okay. Wie gesagt, bitte einfach mal in die Kommentare schreiben. Das wäre richtig awesome von euch, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, auf welchen Mod ich mich spezialisieren soll oder was ich am besten machen sollte, um möglichst schnell die maximale Power sozusagen an PvP hinzukriegen. Du gehörst mir, tut mir leid, ich töte dich, aber du hast einen geilen Hut. Hä, warum leckt es denn gerade? Irgendwas stimmt nicht mit Minecraft gerade. Kleiner Zombie, lass ihn in Ruhe, ja. Wenn der zu einem Zombie wird, ja, dann bin ich böse auf dich. Gegen Emerald. Genau das ist der Typ, den wir gebraucht haben. Das heißt, ich mache das mal draus wieder. Und holen mir ein paar Emeralds raus. So, dann lege ich da nochmal nach. Holen wir nochmal 4. Lege ich nochmal nach. Holen wir nochmal 3. Warte. So. Einer geht noch. Hallo? Einer geht noch, habe ich gesagt. Hä? Wieso geht nicht? Hallo? Fail oder so? Hä? Der handelt nicht mehr? WT, warum? Du handelst nicht... Ja, stirb doch einfach, Alter. So. Sowas sehe ich gar nicht ein. Okay, sowas noch weniger. Der muss auch sterben, danke. Könnte theoretisch einfach mal hier... Moment, das habe ich hier alles hier. Danke. Nehme ich alles mit? Das war ja, ey, ich die ganze Zeit. Wurde es aber nicht neu gestartet, seitdem wir aufgenommen haben. Das ist aber schon lange her, ey. Oder wurde neu gestartet, aber es werden nicht die ganzen... Items entfernt. Muss ich dann einfach mal nachfragen. Ach, du gibst es auch, nur etwas teurer. Das ist aber sehr nett von dir. Wirklich. Super. Was ist das für ein Ding? Hallo. Ach, hast du mich letztens erschreckt? Gegen 8 Gold. Was ist mit dir los, hä? Nee, sehe ich nicht ein, Leute. Sehe ich nicht ein. Verwandle ich mich halt in den, aber ich sehe es nicht ein gegen 8 Gold. Gold, viel zu wertvoll, Leute. Oh, hi. Und du? Oh, shit happens. Hilfe. You're not skilled in the art. Dann halt nicht, bin ich halt nicht geskilled in the art. So. Olivia Weird. Was? Oh, richtig cool. Meine Aufnahme hat sich gerade verabschiedet. Aha, ha. Was slain by Lescario. Sehr schön. So. Hallo? Die nehme ich natürlich alles mit hier. So. Du? Bist das mit dem teureren, oder? Ja, genau. Ja, komm, das lasse ich aber noch zu. Ist ja nicht so wertvoll wie Gold. Und das nehme ich mit. Dankeschön. Den nehme ich auch mit. Einfach weil du sonst ganz alleine hier stehen würdest. Da haben wir Gräber, das heißt, ich könnte das hier auch einfach mitnehmen. Hä? Seit wann das denn? Ja, das ist cool, das ist cool, das wusste ich nicht. Ist das bei jedem Grab so? Nein. Okay, das habe ich nicht gewusst.
dass sowas mal existieren kann, das... Hä? Das war nur bei einem... Warum hängt sich das Spiel denn jedes Mal jetzt auf? Ich weiß nicht, was los ist. Es mag mich einfach gerade nicht. Ich muss auch ganz kurz was nachschauen. Weil die Aufnahme ist ja gerade kurz ein bisschen hängen geblieben. Muss ich ganz kurz mal nachschauen, wie lange sie eigentlich schon ging. Genau. Wunderschön. Die ging seit 10 Minuten ungefähr. Das noch 20 Minuten habe ich. Sehr schön. Ich wusste aber wirklich nicht, dass da so eine Kiste existieren können. Da habe ich eine Workbench draufgesetzt beim letzten Mal. Was haben wir hier drin in dem Haus? Noch mehr Bücherregale, sehr schön. Nehme ich natürlich mit. Ich meine, am besten wäre es sowieso mit Silk Touch oder so. Aber ihr wisst ja, Enchanten mit auf Silk Touch geht ja auch erst, glaube ich, wenn man höhere Level enchanten kann. Und das ist halt nicht möglich ohne Bücherregale. Danke. So, was steht da? Die Apotheke. Sehr schön. Da, ich mach mal auf für dich die Tür, als du da drin bist. Was verlangst du denn? Dein, ist das ein Witz? Das war jetzt aber nicht in Ordnung. Das war ganz und gar nicht in Ordnung, Leute. Ist da... Da ist eine Kiste darunter. Ich finde nur Kisten. Warte, den Cauldron nehme ich mir mit. Und die Kiste? Rowan Berries. Ja, komm. Da lege ich das rein, das lege ich da rein, das lege ich da rein. Den Diamanten nehme ich mit, die nehme ich mit. Was ist denn das? Das sind Beeren. Welche Beeren es sind, weiß ich nicht. Da, 4 Wood brauche ich nicht. Oak Saplings brauche ich eigentlich auch nicht, also lasse ich mal da. Okay, ich finde halt recht viele Kisten gerade. Das ist auch nicht so schlimm. Ist auch recht gut so. Was haben wir hier denn? Rovenwood, Witchery und noch ein Cauldron, den nehme ich wieder mit. Nö, ich bin ja ganz nett. Ja, ganz nette Iskario. Gut, habe ich da oben was? Nee? Okay. Gut, ich glaube, das war's, oder? Oh mein Gott, nee. Ich wollte schon sagen, das war's mit dem Dörfchen. Dabei sind da noch einige Häuser übrig, die ich mir noch anschauen muss. So, gut, nichts. Da oben ist noch einer. Und da sind sogar noch zwei. Und hey, da sind noch Kartoffeln drauf, ne? Genau. Egal, ich baue sie trotzdem ab, ne? Ich weiß nicht, ob sie schon fertig sind. Ich baue sie einfach ab. Zack, 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 zack. Und Platz muss ich machen. Da, 2 Arrows. Nehme ich alles mit. Die sind nicht fertig, auf keinen Fall. So, da. Gut, gut. Da haben wir Schweine. Und da oben haben wir noch was. Und zwar einen Villager. Nee, du gehst mir nicht raus. Ja, klar. Der will uns auch verarschen. So, was haben wir hier unten? War ich da jetzt schon drin? Ja, nee, ne? So, da geht's rauf und da ist aber kein Villager drauf. Okay. Dann, ich glaube, da war ich auch schon drin. Da ist nichts. Genau, da ist kein Villager. Da geht's nicht rein. Also, da geht schon rein, aber da ist nichts. So, in dem Brunnen ist, glaube ich, auch nichts Neues. Ja gut, ich würde da jetzt stundenlang weitermachen. Ein Block schaffe ich ja. Das probiere ich jetzt mal aus, ob da was drunter ist. Ich weiß es nicht. Oh komm, bitte. Gut, gar nichts. Nein, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Schön und tief durchatmen. Ja, nicht vergessen. Wisst ihr, das Atmen verlerne ich manchmal. Das ist einfach... Einfach ein Problem von mir. So, da ist ein schöner Hut dabei. Dankeschön. Dalek Hut. Von Dr. Who. Wer kennt Dr. Who? Auch gleich unten in die Kommentare schreiben, yo. So, da haben wir ein Badefeld. Das haben wir die letzten 2, 3 Folgen ausführlich, entfernt, sagen wir mal so. Wir fliegen wieder zurück. Wir haben einiges geholt. Wieder etwas für Necromancy. Wobei ich mich noch nicht auskenne mit dem ganzen Necromancy-Zeugs. Aber das ist ja weniger das Problem. Man kann sich ja immer informieren, wie man was macht oder wozu man was verwendet. D
Den nehme ich mit. Den Treibsand, den nehme ich mit. Der muss mitgenommen werden. Wir geben dafür Soul Sand her. Weil Treibsand sieht so ähnlich aus wie normaler Sand. Und man, wenn man reinfällt, ne? Und nicht gerade fliegt, hat man ein Problem. So, Schweinchen-Babe. Danke, sehr nett. Dass er mir in die Arme gelaufen ist. So, die nehme ich mit. So, pass auf. Und zwar zeige ich euch jetzt mal ganz kurz was. Nämlich. Brauche ich die wirklich? Ich weiß nicht, was ich jetzt brauche. Da, das brauche ich nicht. Okay. Gut, gleich ein zweites Plätzchen brauche ich sowieso frei, weil ich euch was zeigen werde. Und zwar, wenn man jetzt mit dem Schwert das oberste abbaut, kommen nur die Stücke raus. Wenn man mit dem Schwert aber das untere abbaut, soviel ich weiß, kommt auch die ganze Pineapple raus. Zack, wieder Stückchen. Kannst du einsammeln. Also je nachdem, was du brauchst, entweder das obere abbauen für die Stückchen oder halt das untere für die Pineapples. Wenn du ein Schwert in der Hand hast. Muss ja jetzt nicht heißen, dass du ein Schwert in der Hand hast. Guten Tag. Du kommst gar nicht erst zum Schießen. Du hast was fallen gelassen? Sticks und Glowstone Dust. Also nichts Wichtiges. Gut, dann gehen wir da wieder rauf und schauen wieder auf den Heimweg. Schauen uns natürlich auch noch am Boden da jetzt noch an, ob man da irgendwas findet. Zum Beispiel das hier. Das ist auch richtig schön. Das kann man nämlich als Essen verwenden, beziehungsweise als Nahrungsquelle. So, sammle ich ein. Und das nehme ich mir alles mit. Und daraus können wir auch dann unseren Zaun basteln. Das wächst, soviel ich weiß, bis zu 3 hoch. Oder 2 hoch? 2, 3? 3 hoch. Bis zu 3 hoch, glaube ich. Und ein Zaun, der 3 hoch ist, ist auch nicht allzu schlecht. So, warte, haben wir jetzt was, wir haben jetzt gerade gar keinen eingesammelt, oder? Hä, wo liegt das Zeug rum? Bin ich gerade ganz blind? Ich sehe es nicht. Haben wir keine Büsche bekommen dafür? Komisch. Na, vielleicht finde ich sie dann zu Hause, wenn ich dann das Ganze sortiere wieder. Da geht's wieder runter, da gibt's überall Erze. Und da gibt's ein Schwein. Aber ich bin jetzt gemein, ich hau's runter. Ich töte es nicht, sondern ich schmeiße es einfach runter. Nein! Hallo? Ja, hallo? Was denn? Runter! Komm! Mm. Yes! So, jetzt hole ich mir das Zeug. Das war... Tut mir leid, ich musste... Nein, meine gemeine Ader ist wieder rausgekommen. Das war zu viel, tut mir leid. So. So, das hole ich mir später vielleicht ab. Genau, und hier wieder die Pineapples. Wieder Stücke. Oder die Pineapple selbst. Stücke. Pineapple selbst. Und Pineapple selbst. Okay. Dasselbe gilt für Kokosnüsse, glaube ich, auch. Dass man, wenn man ein Schwert drauf hittet, dass man... Stückchen bekommt und ohne Schwert die ganzen Kokosnüsse bekommt. Da weiß ich es aber nicht zu 100%. Das müsste ich dann auch noch ausprobieren. Aber zuerst mal nach Hause. Wieder alles ablegen. Und dann schauen wir weiter. Das Bambusbiom da mit dem Bambusbäumen ist recht groß. Also wirklich. Hätte ich mir nicht gedacht, dass es so ein großes Biom gibt. Ist größer als ein Dschungel, meiner Meinung nach, ne? Also ein Dschungel ist nicht so lang. Zieht sich nicht so lang in die Landschaft. Und ist auch recht nah am Spawn. Muss man ehrlich zugeben, denn da vorne fängt er an. Fängt es an, das Biom. Und, genau, hier so. Und jetzt, dieser Berg ist, glaube ich, schon unser Spawn. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. So, also hier fängt es an. Genau, und da ist auch schon dann wieder der Spawn, ja? Stimmt sogar. Also direkt am Spawn kettet es an. Das sind 3 Creeper. Soll ich mir die holen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, ohne dass sie explodieren. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich das schaffe. Zack. Zack. Moment! Nein, 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 nein. Ja, perfekt. Genau. Nur das wollte ich haben. Dankeschön. Das ist mir egal. So, den hole ich mir auch noch. Danke. Und weiter. Ich wollte eigentlich wirklich nur den Hut. Hey, die blauen bleiben.
Dann hole ich mir noch schnell ganz kurz aus Eisen eine Schere, denn die blauen, die gefallen mir sehr. Sofern ich genug Eisen dafür habe. Guten Tag, Leute. Guten Tag. So, alles reingelegt. So, was machen wir denn jetzt genau? Schauen wir mal. Wir haben genug Holz für den Anfang. Eisen haben wir eines. Wow. Sehr, 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 sehr toll. Und 15 so. Okay. Jetzt habe ich aber keinen Ofen. Habe ich den Ofen draußen stehen lassen? Ich bin mir nicht sicher. Egal, wir machen uns hier jetzt nochmal eine Workbench. Auch wenn wir sehr viele Workbench eingesammelt haben, einfach so. Da stelle ich das hin und dann mache ich mir hier dann gleich einen Ofen. Wenn ich einen Cobblestone finden würde, das wäre auch sehr... Hey, da ist ein Ofen drin. Da ist ein Ofen drin, Leute. Zack. Das kommt da rein, das kommt da rein. Fertig. So. Schnell ganz kurz hier auf ein Eisen warten. Dankeschön. Das kann man auch ohne Workbench machen. Zack, die Schere haben wir. Tür auf. Moment, Tür zu. Tür auf. Und Tür zu. So, grüß dich, blauer Baum. Seit wann dauert denn das so lang, ey? Gut, dann braucht's halt bei den blauen Blättern etwas länger. Ich dachte immer, Blätter abbauen geht instant. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher. Könnt ihr ja dann gleich ausprobieren. Moment. Ja, doch, instant. Sag ich doch. Gut, das heißt, bei den blauen braucht es ein bisschen länger. Ist ja jetzt auch nicht die Welt. Aber ich wollte einfach nicht mal die blauen. Hey! Bluestained Saplings! Juhu! Wir können uns blaue Bäume, ne? Wir können uns blaue Bäume machen, wollte ich gerade sagen. Das ist recht schön. Hallo, lieber Freund. So, wenn ich mich jetzt wieder zurückverwandle, ich verwandle mich mal hier zurück auf unserem Dach. Zack, hier so. Mache ich F5 und F5. Sieht ja wunderschön aus, ne, mit dem Helm, ne? Der Wahnsinn, oder? So, und jetzt gehen wir auf H, gehen auf Nexus und gehen hier auf. Oh, mein Gott, wie hat denn der geheißen, der Hut? Oder, wie hieß denn der Hut? So, yes! Juhu! Sieht schon besser aus, ey. So, wenn ich jetzt aber wieder zur Fledermaus wechsle, habe ich keinen Hut mehr auf. Das geht einfach bei der Fledermaus nicht. Zumindest ging es bei den anderen Hüten nicht. Bei dem schon, oder was? Nein. Okay, dachte ich mir auch schon. Wäre auch komisch gewesen. Ha. Graf Dracula, Leute. Graf Dracula. Guten Tag. Du hast mich sogar erwischt, mein Freund. Zweimal. Hey Zombies, euch hole ich mir auch. Einfach weil ich es kann. So, das auch noch. Und das auch noch. So, okay. The application must close. Okay, ich verstehe. Leute, bevor sich jetzt Minecraft nochmal aufhängt und ich nochmal starten muss, beende ich mal die Folge, werde mir einen neuen Treiber runterladen und werde schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall, falls euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wir sehen uns in der neuen Folge Trust and Betrayal. Bis dann und tschüss.